Und somit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Mod-Vorstellung im LS22 auf meinem Kanal. Wir schauen uns heute den Tesla Semi-Truck an. Dieser Truck hat 500 PS und die Gangschaltung ist stufenlos. 100 Kilowatt Akkuleistung, eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h und ein Gewicht von 15,1 Tonnen. Wir können hier ändern den Chassis-Typ, also hier hinten die Abdeckung. Gibt es Typ 1 und Typ 2. Dann haben wir die Kabinentyps, die können wir ändern. Gibt es Typ 1, Typ 2 und wieder Typ 1. Dann können wir die Motorausführung ändern. Gibt es 300 Kilowatt und 500 Kilowatt. Mit 500 Kilowatt fährt er dann 220 km/h. Ein LKW, wage ich zu bezweifeln. Testen wir aber nachher einfach mal aus. Ich habe nämlich beide gekauft. Wir haben hier den Truckfarbe, die können wir ändern. Dann haben wir die Interior Color, also hier drinnen. Dann haben wir die Interior Color 2, das heißt hier die Armaturen. Dann haben wir Felgenfarbe, gibt es zum Beispiel. Und eben Kennzeichen können wir ändern. Dann würde ich sagen, wir schauen uns jetzt den Truck einfach mal im Map-Detail an. So sieht er aus. Ist, ja, relativ hübsch geworden, aber es ist halt auch irgendwie wieder hässlich, weil eben, ja, es ist halt ein Akku-Auto. Wir haben hier die Möglichkeit, von innen sieht er übrigens so aus, wir können die Türen schließen mit STRG und T sowie Z, geht aber nur, wenn der Motor an ist. Also schalten wir mal den Motor an, man hört einfach gar nichts. Und beim Ausmachen auch überhaupt nichts. Hier haben wir einmal die Hupe. Wunderschön. Dann können wir hier mit STRG und T die eine Seite schließen und die andere Seite auch. Wir haben hier Licht innen und außen. Der Blinker funktioniert. Der andere Blinker, Warnblinker funktioniert. Bremslicht schauen wir uns jetzt noch an. Bremslicht funktioniert auch. Ist mega cool. Wir können hier den LKW hochfahren und auch wieder runterfahren. Wir können hier hinten das Zugmaul nach hinten fahren und weiter vor. Dann würde ich sagen, wir fahren jetzt einfach mal eine kleine Probefahrt mit der 120 km/h Variante. Hierzu würde ich sagen, müssen wir erstmal ausparken. Das kann jetzt ein bisschen dauern hier. Bam! So, wieder nach hinten. Rückfahrleuchte funktioniert übrigens auch. Finde ich auch sehr gut, dass die funktioniert. Wir testen den jetzt einfach mal in der Ego-Perspektive. 120 km/h. Boah, die erreichen wir ja relativ schnell, oder? Und 120 km/h stimmt auch soweit. Fahren lässt sich der LKW auch relativ gut. Also dürften auch. ich persönlich denke, den kann jeder fahren. Es ruckelt ein bisschen, sorry. Dann haben wir hier vorne noch die 220 km/h Variante. Die fahren wir jetzt auch noch kurz Probe. Und anschließend testen wir den LKW dann auch noch mit Anhänger. Hier sind die Funktionen alle gleich. Was ich cool finde, ist das Gaspedal und die Bremse bewegen sich mit beim Fahren. Okay. Also 120 km/h, 220 km/h ist anscheinend ein Fehler oder so. Also es wird zumindest nichts von 220 km/h angezeigt. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir fahren erstmal hier Probe und testen dann die Geschwindigkeit mit den angeblichen 220 km/h. Ich habe jetzt hier mal das Helfermenü weggemacht, beziehungsweise Info-Menü.
mit so einem langen Anhänger gespannt. Wird es hier ein bisschen schwer, glaube ich, auf der Karte. Deswegen benutze ich jetzt ein bisschen so die Rückspiegel auch. Jetzt haben wir gleich wieder 120 km/h. Es ruckelt wieder. Ja, also 220 stimmt nicht. 120 stimmt, lässt sich auch sehr gut fahren. Auch hier so auf kleineren Maps. Wir schauen uns das jetzt Ganze mal von außen nicht an. Lol. Es ist Oktober und hier ist einfach schon reif. Also der Bodenbelag reif. Hier ist 30er-Zone. Wir fahren sowieso schon viel zu schnell. Auch hier den Display finde ich echt cool gemacht. Ja. Ich finde den Display super. Könnt mir mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr noch meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt gerne tun. Ist kostenlos für euch. Ihr verpasst dadurch keine, hoppala, Videos mehr. Und zeigt mir dadurch auch, dass euch die Mod-Vorstellungen gefallen. Und somit bleibt gesund. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao, ciao.